Hey, wir begrüßen euch zu einem neuen Video, zu unserem ersten Reisevideo, wo wir 2019 zusammen im Urlaub waren, unser erster Urlaub, wie gesagt. Das war damals der Harzurlaub und wir melden uns natürlich gleich persönlich. Ich hoffe hier, die Qualität ist besser. Wir haben jetzt mal ein bisschen was geändert. Könnt ihr gerne da unten reinschreiben in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall freuen. Verbesserungsvorschläge. Wie sind wir denn darauf gekommen, dass wir in den Urlaub fahren wollen? Oder einfach so gerade... Naja. Du kamst damit an. Du hast mir noch abends 21:30 geschrieben, ob wir nicht mal zusammen in den Urlaub fahren können. Genau, und Jasmin fand es zu zeitig. Habe gesagt, nee, das verbindet uns, unsere Beziehung allgemein. Also machen wir einfach, starten wir einfach mal durch und vielleicht wird es was Gutes, vielleicht wird es auch nicht Gutes. Vielleicht trennen wir uns dann auch wieder oder vielleicht funktioniert es ja mehr zusammen. Und wir haben es dann halt einfach gemacht. Wir haben natürlich alle beide nicht so viel Geld. Eigentlich wollten wir auch nicht zuerst in den Harz. Wir wollten ja zuerst wir wollten erst Richtung Dänemark hoch. Genau, aber das ist ja alles weit gewesen und teuer war das noch. Corona war da zum Beispiel noch nicht. Richtig. Und aber vor allen Dingen auch da teuer. Teuer und wir hatten natürlich auch nicht so viele Erfahrungen mit Reisen. Ist richtig, ne? Ja, also haben wir uns überlegt, wie können wir es am besten machen, was machen wir für eine Route, wie machen wir es am besten billig. Dann haben wir uns entschieden zu campen im Harz. Dann haben wir uns verschiedene Campingplätze angeguckt und Preise verglichen und so und sind dann auf einem Campingplatz gestoßen. Dessen Name ist Birnbaumteich im Harz, genau. Bei Neudorf in der Nähe dort. Wir blenden den jetzt mal ein. Wir sind natürlich, wo wir losgefahren sind, voller Euphorie, voller Spaß. Wie gesagt, wir haben hier die Route, blenden wir euch ein und den, wie sie sagte, den Birnbaumteich. Und dann ging es halt los. 2,5 waren wir ja. Und waren dann auch ein bisschen zu zeitig dort, weil ich glaube 15 Uhr war Anreise gewesen. Ne? Und wir haben uns halt vorher eigentlich einen kleinen Plan gemacht, aber so richtig spontan eigentlich sind wir losgefahren, weil ich habe gesagt, wir fahren einfach los, spontan, und gucken einfach mal, wo uns die Reise hinschlägt. Da waren wir dann so bei Eisleben gewesen. Das war der erste Stopp gewesen. In Eisleben. In Eisleben waren wir dann als ersten Stopp. Genau, das ist ja die berühmte Lutherstadt. Und da... Sagt euch vielleicht was. Und da musste Moritz erstmal zu Fielmann, wegen seiner Brille. Ah ja, genau. Fielmann. Da musste man natürlich erstmal zu Fielmann, weil die Brille die ganze Zeit runterrutscht, so wie jetzt. Und da wurde erstmal schön die Brille wieder gerichtet, damit das die Reise halt besser werden kann. Ne? So, dann haben wir uns halt gedacht, so müssen wir irgendwann was essen und da hat man... Na, wir hatten Hunger. Genau, wir hatten ja Hunger. Und da hatten wir aber noch den blinkenden Idee, oh, Mutter hat ja Pizza gemacht. Und Jasmin. Und da sind wir dann zurück ins Auto und haben dort erstmal unsere schöne Pizza gegessen. Meine Mutter und ich haben Pizza gemacht. Ja, dann ihr zwei zusammen Pizza gemacht, genau. Und die hat so fabelhaft geschmeckt, dass wir uns dann gleich nochmal einen Trip nach Wippra gegönnt haben. Und das war nämlich auch an dem Abend gewesen noch. Ja, da waren wir auf der Sommerrodelbahn. Genau, ne? Genau. Und bevor das Ganze alles losging überhaupt, sind wir ja erstmal, ich glaube, das war ein Eisleben oder irgendwo in der Stadt, auf jeden Fall haben wir uns das mit der Harzcard überlegt. Und die Harzcard, hier blenden wir euch ein, war dann halt auch, Harzcard war dann, wie gesagt, auch, haben wir gekauft für 57 Euro. Ne, ist uns aber dann erst später klar geworden, dass wenn wir die Harzcard haben, dass wir halt hintereinander, weil wir hatten so eine 4-Tage Harzcard, hintereinander halt wirklich, das waren so viele Aktivitäten, 65 oder 70, keine Ahnung, und wir wollten unbedingt so viel mitnehmen, wie es nur geht. Und wir halt einfach spontan losgefahren, war ganz lustig. Abends dann halt 16 Uhr sind wir angekommen und Anmeldung, Erläuterung wegen Strom und die ganze alles so und dann Zelt aufbauen, also reingefahren, unseren Stellplatz gesucht, dort erst nochmal ein bisschen, alles hat sich ein bisschen gezogen. Und naja, wie gesagt, so gegen 4:30, dann hat man das Zelt aufgebaut. So war der Stand, ne? Und dann, weiß nicht, das haben wir gar nicht mehr viel gemacht. Wir haben uns da so einen Tisch aufgestellt, dort schon. Petroleumlampe haben wir aufgebaut. Haben dann auch noch gekocht. So, und am nächsten Tag, dann am 16.07.2019, also im Juli war das gewesen, da haben wir uns dann entschlossen, es ging auch ziemlich spät los, um 9, um 10, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es dann los mit der Stadt. Und Schloss Stolberg haben wir dort alles schön angeguckt. Ne? Blenden wir euch mal ein. Genau. Wunderschöne Aussicht, es war echt schön dort. Wir sind dann hochgelaufen und uns das Schloss auch von innen so angeguckt. War echt schön dort drin.
Und ging es dann als nächstes zur Barbarossa-Höhle. Im Kilfhäuser Land war das gewesen. Und zu einem frei. War sehr schön dort drinnen. Und dann, weil wir immer im Kilfhäuser Land waren, ging es dann los mit zum Kilfhäuser Denkmal klein. Oh, eine sehr schöne, also bis hochgelaufen aufs Kilfhäuser Denkmal, sehr schöne Aussicht gehabt. Das war auch krass, wir haben dann noch die Stufen gezählt. Das war schön. Und jetzt geht es ja weiter. Also die Katze werde wahrscheinlich immer im Laufe der Videos weiterverfolgen. Das ist eine kleine Krümel. Krümelreisekatze. Also müssen wir eine Story erzählen. Wir hatten ja eine Petroleumlampe und die war an dem Ort, die hat vielleicht eine Minute gebrannt, dann war Ruhe. Da war der doch zu kurz gewesen oder irgendwie, wissen nicht, das Ding war halt auch schon uralt und das ging irgendwie nicht. Da sind wir dann einkaufen gegangen und haben uns Kerzen gesucht, weil wir natürlich was Schönes abends machen wollten, schön gemütlich, an der Kerzenlicht. Wenn wir lagern für Waldbrandstufe 4, konnten wir nicht machen. Ja, das war ein bisschen. Aber haben uns dann schlussendlich, weil es nie so gute Kerzen gab, haben wir uns dann schlussendlich eine Grabkerze gekauft. Und dann halb 10 zum Essen endlich mal kommen. Und dann haben wir uns für die scheiß Grabkerze entschieden. Genau, war cool. So, dann ging es schon weiter am dritten Tag, das war Mittwoch gewesen. Könnt ihr euch ausrechnen, 17.07.2019. Erstmal, um was es geht überhaupt, Pullman City im Harz. Das ist so eine Westernstadt, richtig cool gemacht, mit Büffel, richtig gut gemacht, mit Shows und alles drum und dran. Richtig geil. Und abends habt ihr dann noch Liveband und da haben wir schön getanzt und feines Essen gehabt. Also ist richtig genial dort gewesen. Was denn jetzt? Corona. Achso, Corona-Schutzmaßnahme. Und Kutschfahrt hast du auch gehabt dort, das war einmal frei gewesen. Was man dann noch, da gab es noch solche Luftgewehre, haben wir rumgeschossen und ein bisschen Spaß gehabt. Und solche kleinen Männern und die haben dann aufgeblinkt, einfach herrlich. Und wir haben Rasselborke gesehen. Genau, also könnt ihr auch googeln, wer das ist. Wir haben dann halt auch, ging es dann halt los mit Röhrigschack Wettelrode. Das ist, ging es mit der Seilfahrt 300 Meter hinunter und dann mit der Bergbahn halt weiter, mit der Grubenbahn sind wir weitergefahren in Führung. Also normal, neu. Also da ging es dann mit der Seilfahrt 300 Meter hinunter und mit Führung und Grubenbahn ging es dann halt weiter durch den ganzen Bergwerk durch, sehr interessant. Dann haben wir noch eine Story zum Brüssel Presslufthammer. Wir hatten solche Kittel gekriegt und so einen Helm und dann ist ein kleines bisschen kleiner. Naja. Und dann sowieso, also da konnten wir ausprobieren, wer will. Also zu diesen, das war so ähnlich wie ein Presslufthammer, einfach so ein Ding, womit Stein abgetragen wurde im genau. Bergwerk. Und da meinte so halt unsere Führungsperson, meinte so, ja, wer will denn hier mal ausprobieren? Hat sich halt keiner gemeldet, außer ich. Und dann bin ich halt daran. Und hab da drauf gedrückt und dann ging es so, aber übelst laut. Und dann habe ich aufgehört. Alles war totenstill und ich habe nur so gesagt, herrlich. Und jetzt war sie so einmal bei, weil das sie kommen so klein so, und dann klein so angewatschelt, dann herrlich und wieder zurückgewatschelt. Also, das hätte man dokumentieren müssen, aber ich hab's leider nicht gemacht. Weil, dass das so gut rüberkommt, das wusste man da auch nie. Und dann waren wir dann noch auf dem Hexentanzplatz. Da waren wir dann auch in diesem Hexenhaus da, wo wir beide, die hat uns doch noch gerade so durchgelassen. Das war doch 2 Minuten vor Schließung ja, und so. Um 5 oder so war und, das und sie meinte so, jo, wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch schnell. Und wir fanden das einfach nur sinnlos. Also, das war so halt in Hexenkopf, also nee, in Hexenkopf, so ein Haus auf den Kopf gestellt und da war halt alles drin auf dem Kopf. Aber es war jetzt nicht so gerade. Das war so nicht viel. So spektakulär. Also jetzt sind wir durchgelaufen, haben uns das mal angeguckt, weil es nicht drin war. Das war auch mit so einem Park, war das dann auch noch. Genau, mit so einem Park, auch schön alles angeguckt dort.
Ja, aber haben wir 5 beide Minuten jetzt, ja, haben wir beide jetzt nicht wirklich genau als spektakulär empfunden. Also Hexentanz Bad Stahle. Und dort war auch noch die schöne Rodelbahn, die jetzt im Hintergrund abläuft. Und dann das Highlight des Tages war natürlich die Rabboni-Talsperre. Weil wir haben die nicht gefunden. Wir haben die echt nicht gefunden. Das war so schlimm. Wir haben dann noch einen Weg fragen müssen, weil wir es nicht gefunden haben. Muss man dazu sagen, wir haben die Hängebrücke gesucht. Brücke Titan RT heißt die, wenn ihr euch die angucken wollt im Internet. Na, Rabboni-Talsperre ist klar. Genau, genau. Und das ist halt die längste Hängebrücke ihrer Art. Geht halt übelst weit runter, ich weiß gar nicht, weiß wie weit das Meer war. Auf jeden Fall weit und lang. Und genau, und das war der Wahnsinn. Ewig gesucht. Schön geschaukelt dann drauf. Herrlich. Und dann, letzter Tag. Wie gesagt, das war es dann schon wieder mit dem 19.07.2019. Letzten Tag war es dann noch, machst du uns das immer auch ein bisschen später dann, weil letzter Tag, ich weiß gar nicht, warum wir da so spät los sind. Egal, ist Urlaub wahrscheinlich. Nee, weil wir waren doch erst gegen 22 Uhr bei der Hängetalbrücke da. Nee, wir sind doch noch am Birnbaumteich gewesen, am Wasser. Stimmt! Wir haben dort noch hier bei Waldbrandstufe 4 haben wir ja noch schön gegrillt. Das war 11:30 abends und dann haben wir uns Würste. So spät war das? Ja, das war 11:30 und da haben wir Würste auf dem Grill gehabt und so. Und dann so ein Plastikgrill habe ich. Und das also Einweggrill muss. War sehr herrlich. Und dann, wie gesagt, ging das los. Am nächsten Tag dann, 19.07.2019, ging es zur KZ-Gedenkstätte in Mittelbau-Dora. Dort hat man eine Führung gehabt. Die ging 3 Stunden gegen die Führung. Aber das Beste war natürlich, die Gruppen wurden aufgeteilt. Wir waren so eine Gruppe für die Uhrzeit, hatten wir uns halt angemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, 11 Uhr oder so. Genau. Und die wurden auch in 13 Uhr. Nur weil wir 11 Uhr nie geschafft haben. 8 Stück, genau. Und dann wurden die aufgeteilt. Eine deutschsprachige und eine englischsprachige. Und wir haben das aber nicht mitgekriegt, weil wir haben da irgendwie gelabert und so, keine Ahnung. Und immer fängt ja mit Englisch. Wir müssen zu anfangen. Und wir haben das nicht mitgekriegt am Anfang. Und dann standen wir dort bei der englischen Gruppe. Ja. Und Moritz natürlich so, das geht doch nicht hier, ich verstehe doch kein Wort. Hat er angeguckt irgendwie. Und dann. Wir sind ja schon 500 Meter gelaufen, ne? Und da mussten wir erstmal die andere Gruppe wieder suchen, die Deutsche. Nach der Führung oder während der Führung war alles top und so gewesen, herrlich. Ja, da mussten wir aber die Führung abbrechen, weil ich dann wo wichtig wohin musste. Aber auf unserer Fahrt hat es halt dann doch irgendwie so ein bisschen, also wurde uns da, dass es sinnlos war, die Führung abzusprechen. Weil wir halt 3 Stunden der Vollsperrung standen. Ja, das kann immer mal wieder passieren. Ja, durch Unfall, das kennt ihr ja selber. Haben wir uns noch im Auto dann schön glücklich zu tun gehabt und so. Also schön Spaß gehabt. Wir haben rumlaufen auf der Autobahn. Wir haben Bibi Blocksberg gehört, glaube ich. Oh Gott. Ja, doch, wir haben Bibi Blocksberg gehört. Genau, und dann sind wir hingefahren. Wie gesagt, dann irgendwann abends um 8 Uhr, um 9 Uhr, ja, 21 Uhr kamen wir an. Haben dann noch einen Abend schön gemütlich verbracht. Weil mein Vorhaben, was ich damals hatte, das hat dann sich nicht mehr gelohnt. Das war dann, hab ich abgesagt. Nicht so schlimm, passiert. Ja. Und ja, das, also ich denke mal, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Urlaub. Was sagst du dazu? Ja, definitiv. Also ja. Es war auch. Also ich finde so an sich, wir haben so viel gemacht.
Also, das war meine Erfahrung wert auf jeden Fall. Und es war auch extremst lustig. Also das muss ich. Genau. Ja. Ja, das war unser erster Urlaub. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann hören wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video wieder. Entweder hängen wir das jetzt gleich ran oder wir machen ein separates Video. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Im nächsten Video, Doch, doch. Ja. Im nächsten Video berichten wir euch dann über unsere Rundreise Brandenburg. Also Brandenburg. Wir sind dann so über verschiedene Seen gefahren, also unter anderem auch Senftenberger See, Heideseen, wenn das jemand von euch kennt. Fürstenwalde an der Spree oben an. Fürstenwalde an der Spree, Cottbus, Bautzen. Genau. Genau. Das Gut, wär's dann mit uns. Macht's erstmal schön gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Du musst auch winken. Möchte auch nicht.